Was ist mit Muslimen, die die Dawa bekämpfen und dabei mit dem Staat zusammenarbeiten? Wer sich mit den Kuffar gegen die Muslime verbündet, der hat großen Kuffer begangen. وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ sagt Allah subhanahu wa ta'ala. O ihr, die ihr glaubt, nehmt die Juden und die Christen nicht zu Verbündeten gegen den Islam, gegen die Dawa, gegen die Muslime. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا sagt Allah subhanahu wa ta'ala. لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ أَوْلِيَا. Nehmt sie nicht zu Verbündeten gegen eure Geschwister im Islam. بعضهم أولياء بعض. Sie sind einander verbündet. Sie sind einander verbündet. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wer sie zu einem Verbündeten nimmt gegen die Muslime, er gehört zu ihnen. Das heißt, er ist ein Jude oder ein Christ, ein Kafir. Natürlich sagen die Gelehrten hier, dass derjenige, der sowas macht, das machen muss, während er die Absicht hat, den Juden und den Christen zum Sieg zu verhelfen gegen den Islam. Wenn er das aber zum Beispiel macht, um Geld zu verdienen, ein bisschen, wenn er das macht, damit, weil er Angst hat wegen seiner Familie, dann ist das kein großer Kuffer, aber es ist eine große Sünde. Wie zum Beispiel die Geschichte von dem Sahabi, Hatib ibn Abi Balta'a, der einen Brief an Quraysh geschickt hat. Das war ein Mu'alah, das heißt, er hat sich mit den Quraysh in dieser Form verbündet. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn darauf angesprochen und ihn gefragt, warum er das gemacht hat. Und dann hat er gesagt, ja Rasulullah, ich habe Familie in Mekka und ich wollte sie warnen, ich hatte Angst davor, dass ihnen was passiert. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das als Entschuldigung angenommen. Ja? Aber wichtig ist, dass dieser Sahabi gesagt hat, ja Rasulullah, ich habe das nicht gemacht, weil ich den Islam verabscheue. Oder weil ich den Islam verlassen habe. Das heißt, er wusste, dass wer sowas macht, mit der Absicht, den Kuffar gegen den Muslimen zu helfen, dass er aus dem Islam rausgeht. Er hat gesagt, ich habe das nicht deswegen gemacht, ich habe das gemacht, weil ich Angst wegen meiner Familie hatte. Und wie gesagt, Allahu alam, was für eine Absicht die Leute haben. Aber wir sagen, das ist gefährlich. Sowas zu machen ist verboten. Sowas zu machen kann sogar Kuffer sein. Kann dich sogar aus der Religion rausschmeißen. Also wenn das nicht eine Warnung ist, dann weiß ich nicht, was für eine Warnung noch so kommen soll. Ja? Das heißt, mit dem Staat gegen Muslime zu arbeiten. Wir reden nicht hier von IS-Leuten. Wo jemand von den IS-Leuten zum Beispiel, die es ja gibt unter den Muslimen, gibt es verrückte, extreme Leute. Wir reden nicht davon, dass wenn jemand einen Anschlag verüben will, dass du dann als Muslim und als Bürger Deutschlands die Polizei anrufst und sagst, Leute, hier ist jemand, der will was machen. Darüber reden wir nicht. Wir reden darüber, dass du als Muslim mit den Kuffar gegen die Prediger und gegen die Moscheen und gegen die Dauer arbeitest. Darüber reden wir. Darüber reden wir. Und da muss man sich in Acht nehmen. Und diese Leute, was wollen sie Allah sagen am nächsten Tag? Wenn sie vor Allah stehen, was wollen sie ihm sagen? Wenn Allah sie fragt, warum habt ihr mit den Kuffar gegen die Muslime gearbeitet? Was wollen sie dann sagen? Welche Entschuldigung wollen sie Allah mitteilen? Ja Allah, ich brauchte Geld, ich musste ein bisschen Geld verdienen, zählt nicht. Ja Allah, ich hatte das Gefühl, dass diese Leute falsch sind, zählt nicht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren.